Hallo und willkommen zurück zu Atelier Vieres. Ja, wir haben jede Menge zu tun. Wir wollen eigentlich zu Ren ihr das Rezept zeigen. Aber unsere treue Begleiterin, wie hieß sie noch, Drossel, hat uns darum gebeten, eine kleine niedliche Puppe für sie zu basteln. So eine, ja, mit Stacheln an den Armen und mit einem Hornhelm. Und das machen wir natürlich. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Da brauchen wir nichts Besonderes. Die tollen Trades hier. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Wahrscheinlich braucht man alle Trades irgendwann nochmal. Aber jetzt im Moment brauche ich sie gerade nicht. Oh, ich kann schwarzen Sand loswerden. Das ist ja nett. Weg. Weg. Und hier entweder Federn oder Kaninchenfell. Ja, die beiden, wunderbar. Und hier auch irgendwas, was weg muss. Ich glaube, der hier. Ja, genau. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was. So. Da habe ich trotzdem irgendwie den Drang, immer diese Sachen da noch voll zu bekommen. So, oder? Ja, doch. Jetzt kommen wir mal dahin. Ja, da wird es jetzt schwierig. Ja, die sieht doch niedlich aus. Das bracht jetzt tatsächlich 14 Erfahrungspunkte insgesamt oder 15. Ich bin nämlich immer noch am Überlegen, ob unsere Instrumententische dann noch irgendwas bringen. Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken, welcher Level die Puppe war. Kalt, ich würde dich gerne etwas fragen. Was brauchst du denn von mir? Warte mal, da reden gerade zwei unserer Charaktere miteinander, also unserer Begleiter. Das heißt, wenn ich jetzt Kalt gar nicht dabei hätte, sondern stattdessen Revi dabei hätte, wäre dieses Gespräch so nicht zustande gekommen. Genauso, wenn ich Revi statt Drossel dabei gehabt hätte. Interessant. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Kombinationen. Wir müssen irgendwann nochmal wieder wechseln mit den Leuten. Also, was brauchst du denn von mir? Welche Art Feder verwendest du eigentlich, Kalt? Ha? Pen? Feder? Naja, ich meine nur, weil du auch Schriftsteller bist, genau wie ich. Außerdem hast du diese künstlerische Aura um dich herum. Und da frage ich mich, ob du wählerisch bist, was welche Federn du verwendest. Drossel-kun, ich bin kein Monokaki. Ach, Drossel, ich bin doch gar kein Schreiber. Ich zeichne doch die Vorkommnisse der Geschichte auf. Und sowas könnte ich nicht tun, solche großartigen Sachen, wenn ich mir da eine Geschichte zu ausdenken würde. So war das?
Ach, ist das wirklich so? Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, Drossels Le ganzes Leben besteht ja nur aus Schönfärberei, aus Sachen, die sie sich ausdenkt. Sie lebt ja so komplett ihre alternative Realität. Sie weiß, glaube ich, gar nicht, was in Wirklichkeit vor sich geht, sondern sie sieht das ja immer nur durch ihre rosa gefärbte Brille. Und dabei hatte ich gehofft, irgendwann mal die Sachen lesen zu können, die du schreibst, Kalt. Oh, deswegen tut's mir leid. Allerdings bin ich tatsächlich ein wenig wählerisch, was meine Federn angeht. Vielleicht kann ich dir irgendwann mal meine Federsammlung zeigen. Würde dir das gefallen? Ja, das würde mich sehr glücklich machen. Bitte. Ach, okay, das war jetzt durch. Nee, das war. Doch, das muss ja durch Megadol ausgelöst worden sein. Können wir mit dir jetzt nochmal reden? Deswegen nein. Ach doch. Hier, bitteschön. Das ist. Ja, genau, das ist die Puppe, um die du mich gebeten hast. Sieht sie okay aus? Dieser Körper mit Spitzen besetzt, sodass sich die Feinde ihn nicht zu berühren trauen. Ah, wie männlich. Und dann noch diese mysteriösen Augen, als ob er durch alles hindurchblicken könnte. Gut, exzellent. Einfach nur fantastisch. Dadurch werden meine kreativen Sinne angesprochen. Drossel, was geht hier gerade vor sich? Oh, Firis, Alchemie ist wirklich fantastisch. Ich hätte nie im Traum daran gedacht, dass du so eine perfekte Puppe hinbekommen würdest. Ich bin so froh, dass ich dich gefragt habe. Oh, wie scheint es sie in der Realität zurück. Naja, da bin ich aber froh, dass du sie magst. Ja, ich liebe sie. Danke, Firis. Ah, wie soll ich dich nur nennen? Overlord? Oder nein, Dämonenlord? Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass Drossel Puppen wirklich sehr gerne hat. Und wenn es um Puppen geht, dann ändert sich sogar ihre Persönlichkeit. Sie ist wirklich einzigartig, oder nicht? Ja, ich hätte schon ein Problem damit, glaube ich, mit Drossel nachts in einem Haus zu wohnen. Man weiß ja nie.
reden mit den anderen beiden auch noch. Also mit Kalt war ja eben auch noch das Gespräch, hätte jetzt was sein können. Ja, nee, und dann gehen wir mal zu Ren. Obwohl wir natürlich auch ganz, ganz viele Sachen herstellen konnten. Ach genau, Puppe. Welcher Alchemie-Level war das jetzt? Wegen den Erfahrungspunkten. Level 10. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass wir da so viele Erfahrungspunkte bekommen für Level 10 oder ob das mit diesen Sachen hier zu tun hat. Also weil wir ja schon Level 21, 22 so rund sind. Und ich habe mir überlegt, ich werde Angriff wohl mitnehmen. Einfach weil das eine Subquest ist und ich denke, es ist einfach, also die ist mit dem Wort Sub markiert. Aber natürlich komme ich wieder nachts an. Und deshalb denke ich, das ist wichtig, ihn mitzunehmen. Tja, was soll ich jetzt hier machen? Ein paar Sachen zu deppern. Geht hier gar nicht. Das kann ich auch gucken. Oh, ja. Wir haben ja noch rund 200 Plätze frei in unserem Rucksack, hätte ich fast gesagt, in unserem Container. Oh, hallo Firis. Tut mir leid, dass ich etwas eher da bin als erwartet. Wir haben ein wenig geplaudert als Alchemisten. Also, brauchst du noch irgendwas von mir? Ja, ich wollte, dass du dir das hier mal ansiehst. Firis, hast du dir dieses Rezept ausgedacht? Nein, es war Fräulein Sophie. Mit diesem Rezept sollte es tatsächlich möglich sein, einen überlegenen Kessel herzustellen. Oh, das freut mich, aber ich habe mich ja schon lange nicht mehr mit Kesselrezepten beschäftigt. Ich bin überrascht. Um ehrlich zu sein, wäre mir so etwas nie eingefallen. Wer genau bist du? Ich bin nur eine gewöhnliche Alchemistin. Gewöhnlich? Naja, das spielt jetzt keine Rolle. Ich würde nur gerne eine Sache noch hinzufügen. Jedes einzelne Material für diesen Kessel ist extrem schwierig herzustellen. Und es würde sehr lange dauern, sie alle fertigzustellen. Aber deine Zeit, bevor das Examen beginnt, ist ja begrenzt. Wer genau will das denn machen?
Naja, eigentlich ich. Du musst doch schon die Teile für das Schiff herstellen. Da hast du doch keine Zeit, auch noch den Kessel herzustellen. Dann könnte ich das doch machen. Du allein? Technisch gesehen wärst du sicherlich in der Lage dazu. Aber in der kurzen Zeit? Und selbst wenn ich da noch helfen könnte, wir müssen noch mindestens einen weiteren Alchemisten haben und der muss auch großartige Fähigkeiten haben. Okay, Dion scheidet dann schon mal aus. Aurelie wäre eine Möglichkeit. Oder, na, aber ist Ill so gut? Können wir Ill fragen? Ich habe alles mitgehört. Ich kann dir helfen, die Materialien für den Kessel herzustellen. Ich könnte sogar den Kessel selbst herstellen. Und das macht dir nichts aus? Ich dachte, du arbeitest gerade an deinen eigenen Ideen. Oh, das ist schon in Ordnung. Wir arbeiten ja als Team. Und da ist es am besten, auf die Option mit den höheren Siegeschancen zu setzen. Wir drei werden den Kessel herstellen und inzwischen machst du die anderen Teile für das Schiff. Na, wie klingt das? Ich habe keine Einwände. Ja, Ren hat ja auch den Spitznamen Bedenken. Sie ist einfach immer nur dazu da, alles schlecht zu reden. Ja, ich habe auch kein Problem damit. Und du auch, Firis? Alles klar. Okay, dann beginnen wir mit der Operation Alle bauen ein Schiff. Tja, da wir das jetzt beschlossen haben, fange ich am besten direkt mit der Synthese an. Wir sehen uns dann später. Auf jeden Fall den Namen mal beiseite gelassen. Weil ich das hier mache, werde ich natürlich auch mein Bestes geben. Also am besten erfüllst du dann auch deine Aufgabe. Ich werde dir nicht verzeihen, wenn du mittendrin aufgibst. Ja, weiß ich ja. Okay, dann gehe ich auch mal. Bye, bye. Es sieht so aus, als hätte Ill was fallen gelassen. Ist das ein Rezept? Ja, ich schaue mir das mal an. Das ist... ja, es sieht so aus, als hätte Ilmeria hohe Erwartungen an dich.
Wie meinst du das? Das ist ein Geheimnis. Aber jetzt muss ich auch erstmal meine Vorbereitungen für die Synthese treffen. Okay, dann mache ich das auch mal. Vielen Dank, Ren. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Firis ist doch die Mutter der Neugier, dass sie da nicht nachbohrt. Ich bin schon neugierig, wovon Ren gesprochen hat, aber ich muss mich jetzt erstmal auf die Schiffsteile konzentrieren. Den Kessel überlasse ich den anderen und ich tue, was ich kann. Also ich guck vielleicht doch besser mal erst zu den Quests, ob ich jetzt überhaupt zum Zelt zurück soll. Ja, okay. Vier Teile, ja, das sind die vier, okay. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Da brauchen wir wahrscheinlich jede Menge Stoff, Metallbarren, Holz. Und was noch? Dann sehen. Jede Menge neue Rezepte. So, dann schauen wir uns die Sachen mal an. Lia, ich habe Hunger. Was gibt's zum Abendessen? Lass mal sehen. Kürbiskisch und Wurzelsuppe. Dann gedämpften grünen Salat und... Igitt, das ist ja alles Gemüse. Ich will Fleisch essen. Hey, ich hab das gehört. Was ist denn so schlimm an Gemüse? Oh, Oskar, es liegt daran, weil Gemüse so bitter ist. Firis, ich sag's dir ja immer wieder, Gemüse ist gut für dich. Du musst es essen. Ah, Liane-san no yuu toori da. Sorenni yasai datte Firis ni taberare tagatterun da so. Ja, da hat Lia recht. Und das Gemüse möchte ja auch, dass es von dir verspeist wird. Was, das Gemüse will, dass ich es esse? So, sa. Tatoeba, no kabocha wa Firis no eiyou ni natte agetai tte itteru shi. Ja, zum Beispiel dieser Kürbis sagt, ich möchte Nahrung für Firis sein. Ano gobo wa Firis ni yasai no aji wo wakarasete yaritai tte ikimaiteru ze. Und diese Wurzel da ist ganz angetan und sagt, ich möchte Firis zeigen, wie gut Gemüse sein kann. Na, Firis. Also Firis, isst das Gemüse. Tu es. Für das Gemüse. Oh nee,
Jetzt ist das irgendwie noch ekliger. Ah, Oscar. So, verstärktes Ruder, ein neuer Kiel, Segeltuch, aufgerollte Metallplatten. Ja, viel. Na ja, okay. Oder Liane? Nee. Gut, was brauchen wir denn dafür? Wo sind die Sachen? Oh, Moment, da war doch was. Zum Beispiel die aufgerollte Metallplatte. 5 Ingots, die habe ich zwar, aber ich will nicht die guten Stats dafür vergeuden. Da brauchen wir dreimal Stoff, das kriegen wir hin. Nochmal 4 Ingots, okay, das sind insgesamt schon 9. Also hier sind wir noch, ich denke mal, mindestens 2 Wochen, wenn nicht einen ganzen Monat beschäftigt, bis wir dieses Boot fertig haben. Eieiei. Ah, Moment, das dauert auch noch 93 Stunden, das müssen wir mal zusammenrechnen. Das sind also ungefähr 4 Tage. 5, 6, 7, 8. 9, 10 und ein bisschen. Diese 9 Ingots dauern jeweils einen Tag. Ja, also ich denke, innerhalb eines Monats ist es zu machen. Das bedeutet aber, dass wir klein anfangen. Und erstmal Vorbereitungssachen machen, wie zum Beispiel dieses Plywood. Davon brauchen wir 3 Stück. Wir machen natürlich 2 mit einem Rezept. Da habe ich zum Glück noch was. Ich mache jetzt erstmal nur begrenzte Qualität hier. Was machen wir? Da brauchen wir 4 Holz für. Uiuiui. Also wir brauchen doch schon einiges an Holz. Achso, du hast Qualität 115 gehabt. Nee, das will ich dann nicht verwenden. Nehmen wir das. Rot hat da keiner, ne? Na okay, das sollte jetzt reichen. Ich mache erstmal die ganzen lila Sachen. So, jetzt bringt er meine 61. So. Und das brauchen wir jetzt noch ein zweites Mal. Das mache ich aber dann ohne euch.
Oscar-san,私がお料理してる時にいろいろ言うのやめてくれませんか? Oscar, könntest du bitte auf deine Kommentare verzichten, während ich koche? いろいろって、オイラはただ野菜の声を伝えてるだけだけど? Wieso Kommentare? Ich übermittle nur die Botschaften des Gemüses. だからって、僕は栄養たっぷりだよ、とか、私を入れると甘さが引き立つよ、とか。Ja, aber du sagst solche Sachen wie, ich bin voller Nährstoffe oder mich hinzuzufügen würde die Süße erhöhen. Wenn du sowas sagst, kann ich mich überhaupt nicht aufs Kochen konzentrieren. Hör bitte damit auf. Na gut, aber ich dachte, es wäre gut, wenn du es hörst. じゃあ今度は料理ができた後に言うようにするよ。彼らは料理された感想とかも言ってるからね。Von nun an werde ich dir erst erzählen, wenn das Kochen vorbei ist. Sie sagen mir ja auch ihre Gedanken über deine Kochkünste. それもやめてください。もう、オスカーさん、野菜の声は代弁禁止です。Bitte, Oscar, das will ich auch gar nicht wissen. Und ich bitte kein Gerede mehr.Von Gemüse. Also im Namen von Gemüse. Also ich werde noch Plywood herstellen, ich werde noch Ingots herstellen. Jetzt können wir uns mal dem Segel widmen. Oh ja.Ich könnte natürlich auch Sachen nachkaufen, klar. Viele Sachen, die ich hier Zutaten brauche, die kann man ja auch hier einfach kaufen. Das Segel. Einmal Cloth. Mit meinen tollen Stats machen wir auch nicht.Gut, das heißt, wir bauen jetzt noch was, was neu ist. Zum Beispiel diesen Safe. Springbrunnen. Achso, der ist auch hier fürs Haus, ne? Da brauchen wir noch Lehm. Was ist Lehm? Das ist alles Lehm. Das ist doch super. Tanzende Pflanze kann man noch nicht...Ja, aber ich denke, wir machen mal den Safe. Da können wir bestimmt Sachen reinpacken. Aber das Zeug, das kann ich sehr leicht nachbauen. Und hier nehmen wir das. Das kann ich auch sehr leicht nachbauen. Kann ich nicht drehen, das hilft dann nichts. So, damit haben wir jetzt 5 Monate um.Ja, genau. Und je grüner die Stängel und so saftiger der Körper, desto frischer wird es schmecken. Ich verstehe. Lia, sag mal, bringt Oscar dir gerade was bei? Ja, er zeigt mir, wie ich das beste Gemüse aussuche. Ah, Gemüse. So, ja. Phyllis-chan, Yasai o tabe saseru youni, Onee-chan mo doruku shiteru nda kara. Ja, ich versuche mein Bestes, um dich dazu zu bringen, mehr Gemüse zu essen, Phyllis. Demo, hontou ni dasukarimashita, Oscar-san.
Ich danke dir sehr, Oscar. Es war wirklich hilfreich. überhaupt kein Problem. Meine Familie führt ja ein Gemüsegeschäft. Und deshalb bin ich mit derlei Sachen aufgewachsen. Also bist du seit deiner Kindheit schon von Gemüse umgeben? Ah, so sa. Yasai o tabete, yasai to issho ni sodattan da. Ganz genau, ich bin damit aufgewachsen, Gemüse zu essen und von ihm umgeben zu sein. Mise wa kaachan ga kirimori shiterun dakedo, kaachan genki ni shiteru kana? Momentan kümmert sich meine Mutter um den Laden. Ich frage mich, wie sie sich so schlägt. Ja, es ist ja kaum ein Unterschied zu sonst, weil wenn du mal aufs Geschäft aufpassen solltest, hast du dich ja auch sehr gern gedrückt, Oscar, ne? Allein der Gedanke daran macht mich hungrig. Liane, fahr fort mit diesem Gemüseabendessen. Was für eine wunderbare Idee. Natürlich wirst du auch was davon essen, oder, Firis? Was? Nein, ich esse das nicht, auf keinen Fall. Niemals. Okay, ein neuer Skill für Oscar. Ach genau, den Safe haben wir gemacht. Kann mal hier hinstellen. Wow, 500 Plätze dazu. Das ist schon nicht schlecht. Wenn wir jetzt was Neues bauen, dann muss was weg. Aber diese Uhr zum Beispiel hat ja keine Funktion. Die kann dann ruhig mal weg. Und ansonsten bleibt da nicht mehr viel. Ich bin auch schon neugierig, was dieser Springbrunnen und so noch macht. Deshalb wollen wir den auch mal bauen. Ach Mann. Alles so mit Trades. Ich will keine Trades verschwenden. So, Wasser haben wir jede Menge gesammelt. Alles voll schlechter Qualität. Und hier würde ich sagen, so ein Puny Ball. Nee, drehen kann ich nicht. Alles so. ja.
Ach so, warte mal. Das geht so nicht. Müssen wir so machen. Ach, ich überlege gerade, da können wir bestimmt in der Bude dann Wasser holen oder sowas. Hat keinen Effekt. Nee, nur Deko. Gut, also zur Abwechslung jetzt mal statt der Uhr. Dann würde ich sagen, dann reicht das jetzt auch mit dieser Folge. Ich habe ja noch ein bisschen was vorzubereiten und dann machen wir nächstes Mal unsere Sachen fertig, also unsere Schiffsteile. Also bis dann. Tschüss.